Hey, ihr Höhlenmensch da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Nun sitzen wir hier schon wieder und ich frage mich, was tun wir hier eigentlich? Wir sind allein. Niemand ist hier. Bis ich diese Kiste hier sah. In dieser befindet sich ein Buch mit Koordinaten. Das hier sind die Koordinaten. Ich werde mir jetzt Little Future schnappen und da einfach mal hingehen. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Und hier am Ende steht noch irgendwas mit O. Ich werde jetzt einfach mal hingehen und hoffen. Hallo B-Doggy, mach dich bereit für einen Spaziergang, gezeichnet Gauk. Hat dieses Buch vielleicht etwas mit Gauk zu tun? Egal, Leute, wir müssen da jetzt erstmal hin und schauen, was da los ist. So, wir sind jetzt da. Ich habe meine Future Cam nicht dabei. Das ist etwas blöd. Ich werde das Zimmer hier aufmachen. Hier ist der besagte Ort der Koordinaten. Ich weiß nicht, sich hier hinter dieser Wand etwas befindet. Es wird mir im Buch beschrieben, minus 885 und 213. Dort müsste ich mich befinden, auf Höhe 63. Oh mein Gott, okay. Okay, hier ist eine Leiter. Oh Moment, ich muss die Little Future anketten. Habe ich ein Zaunstück dabei? Bleib einfach hier, ja. Bleib hier, bitte. Bleib einfach hier. So. Okay. Was ist hier los? Hier ist ein merkwürdiger Gang. Ich habe Angst, hier irgendwo eine Falle zu sehen. Und hier steht: Willkommen. Vertraust du mir? Geh rechts. Wenn nicht, dann links. Ich muss sagen, Leute, seit dem Spielemeisterfall vertraue ich eigentlich niemandem mehr in dieser Stadt. Und alleine diese gezeichnete Nachricht von Gauk. Ich werde nach links gehen. Okay. Okay. Das war dann wohl ein Plan, den ich aber sehr schnell durchschaut habe. Aha. Hier drüber kann ich nicht. Gut, dann muss ich wohl den Weg gehen, dass ich ihm vertraue. Bist du sicher? Aber dafür musst du etwas für mich machen. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du sie hier fordern. Okay. Aufträge. Ich gucke jetzt einfach mal rein. Buch und Feder. Mein Inventar ist voll. Moment, Leute. Sag deinem Freund Herrn Verzögerung und Herr Bergmann, dass Selbstgespräch unschuldig ist. Bitte? Sag deinem Freunden, Herr Verzögerung und Herr Bergmann, dass Selbstgespräch unschuldig ist. Aber ich nehme dieses Buch jetzt einfach mal mit als Beweis dafür, was hier eigentlich vor sich geht. Ich muss natürlich mit Herrn Bergmann reden, das ist ganz klar. Aber das Problem ist ja, Herr Bergmann hat die komplette Erinnerung verloren. Er weiß nichts mehr. Wie komme ich denn hier jetzt überhaupt wieder raus? So, nun sind wir hier wieder. Ich werde das hier noch verschließen. Und dann
werde ich nach Hause gehen. So, Little Future. Ah, Little Future, okay. Komm mit. Lass uns nach Hause reiten. Erstmal absteigen. Ich verstehe es nicht. Wer ist denn dieser Typ? Oder gehört dieser zum Spielemeister? Ist es Selbstgespräch? Aber wenn Selbstgespräch der Spielemeister wäre, dann eventuell auch ein Komplize des Spielemeisters, der einfach nur versucht, quasi den Spielemeister selbst, also Selbstgespräch zu decken. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht. Ich muss jetzt erstmal meine Gedanken sammeln. Ich weiß echt nicht, was los ist. Und ich denke, ich werde jetzt auch schlafen gehen. Es ist einfach zu viel heute passiert. Ich wäre fast gestorben. Also anscheinend ist diese Person doch nicht gut. Nun gut, Leute. Gute Nacht.